Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Norddeich Map, meine lieben Freunde. Mit mir und mit dem Osra TV. Moin. Und mit dem Fabi. Hallöchen. Achso, 70% Schweizer. Dann langsam abfahren. So, du wolltest was erklären? Ossi? Wer? Achso, ich? Ja, zum letzten Thema von der letzten Folge. Mit Elektro und sowas. Wir hatten diskutiert gehabt zum Schluss mit dem Schienen, mit dem Schienennetz für die LKWs. Und dann gab es ja auch für Schlepper, gab es ja auch schon von John Deere her so E-Schlepper. Oder von anderen gibt es auch Wasserstoff. Weil der E-Schlepper ist ja dabei, dass er irgendwie 8 Stunden hält. Ist ja cool, 8 Stunden ist für einen normalen Mensch, sag ich jetzt mal, ausreichend. Oder ist ja nur 8 Stunden. Aber wenn du ja im Sommer bist, fängst du um 1 Uhr an, nachmittags, und dreschen. Und dresch meistens, wenn es gut geht, bis um 1:30, 2. Das sind länger wie 8 Stunden. Und dann musst du das mal 10 Stunden aus an der Säule stehen. Ja, und sicherlich die andere Frage ist auch noch, die 8 Stunden sind schon gut gemeint, aber die 8 Stunden sind vielleicht gemeint bei Anhänger ziehen oder jetzt so. Aus, aber beim Pflügen kann das doch nicht 8 Stunden halten. Nee. Stimmt auch, aber. Ja. Flügen ist ja die, ich glaube, ich sag jetzt mal nichts Falsches, aber Flügen ist ja die anspruchsvollste Art für den Trecker. Okay. Flügen oder Tiefenlockern. Tiefenlockern. Ja. Würde ich jetzt so behaupten. Ja, ist ja vom Prinzip fast das gleiche. Soll ich mal. Ist vom Prinzip her das gleiche, aber. Ich bin gerade. Aber ich weiß schon, was du meinst. Kannst du dich mal vorfahren? Ja, und gerade die gute Sache ist, wir sind hier jetzt gerade in-game, Leute. Die gute Frage ist, wie wollen sie jetzt zum Beispiel, nur ein Beispiel, aber wie wollen sie dann einen Häcksler ummodellieren, dass das auf Strom läuft? Ja gut, Platz genug ist ja hinten. Beim Häcksler ist jetzt noch, sag ich mal, das kleinste Problem, weil du hast hinten so viel Platz, wo du was reinballern kannst, also da würde ich sagen, hast du das kleinste Problem von Batteriekapazität her. Gut, der hält ja, aber das trotzdem nicht so lange. Das ist ja viel zu, ja, eben, wollte ich ja gerade eben sagen, weil ein Häcksler ist ja ein sehr schweres Gerät, in Anführungsstrichen. Also das heißt, das würde dann noch der 4x4, der Zerhäcksler drin, die Trommel, glaube ich, drin, wo dreht, also vorne, ist ja alles so Sachen von dem Strom weg danach. Ja, aber ist aber im Drescher ungefähr fast genauso. Im Drescher wird es noch schlimmer sein, da ist dann noch weniger Platz. Ja, auch noch so. Also Häcksler würde ich jetzt so einschätzen, da hast du eigentlich den meisten Platz, wo du irgendwas verstauen kannst. Ja, also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Häcksler aufklappt, seht. Alles bis zum Rohr ungefähr ist nur Hexagrad. Der Rest ist also nur Motorraum. Ja. Okay. Also ist eigentlich schon Platz drin, sag ich jetzt mal. Okay. Du hast ja nur dann das Problem, dann sagst du später, ja, 60 Tonnen Häcksler. Aber ich glaube, so schwer ist eine Batterie dann auch nicht, aber. Ja, und die andere Frage ist noch das ganz andere. Wenn man so anschaut. Ist jetzt halt nicht falsch gemeint, aber so ein Tesla ist ja jetzt nicht das Model S, jetzt wenn man nimmt, ist ja jetzt nicht das größte Auto. Ist vergleichbar mit einer E-Klasse oder mit einem 5er BMW oder mit einem Passat, mit einem A6 und so ist ja das vergleichbar. Aber das macht viel schwerer als der E-Klasse oder der 5er BMW oder der Passat oder so, nur wegen der Batterie. Das denke ich auch, dass da ein Schlepper viel schwerer wird mit dem Batteriekonzept. Naja,
Weil Motor ist ja sicherlich schwer, also ja, komm, von Trecker wird der schon schwer sein, ja. Sag ich ja nichts dazu, aber dann müssen ja auch Elektromotoren ran und ja. Hm. Und natürlich das Schwerste ist, denke ich mal, die Batterien. Ja, wegen der Flüssigkeit. Ich sag's mal so, ich mach mit Recycling und wenn ich so angucke, von so einem Batteriestapler, so einen kleinen, wenn ich da die Batterie entsorgen muss, da macht die Batterie schnell mal zwischen 1 und 1,2 Tonnen. So eine kleine Batterie. Also die ist jetzt nicht so mega klein, aber sie ist verhältnismäßig schon klein. Und das andere Sache ist ja auch, bei Schleppern kommt es ja leider immer wieder vor, oder beim Drescher, beim Hexer, wie immer, okay. Beim Drescher, beim Schlepper eher, ist ja anfangen zu brennen. Kriegst du so schon schlecht aus eigentlich. Aber mit diesen Elektromotoren und mit den Batterien, da musst du die Feuerwehr, zuerst hast du so einen großen, hier wie so ein IBC, nee, DBC, hier von, so ein Abschiebewagen. Ne, hier, Mann, ja, jetzt komm ich auf den Namen drauf. Hier ein bisschen IT-Runner kommen, 40 Kubik Mulde, und da muss der Schlepper oder Hexer oder Drescher irgendwie rein und voller Wasser sein. Aber jetzt kann das sein, dass er nach 24 Stunden wieder anfängt zu brennen. Ist ja bei den Autos ja so. Ja, die Autos ja schon kaum aus. Ja, genau. Und wie soll es dann beim Drescher, beim Hexer und beim Schlepper aus? Ja, da sind die Batterien ja viel größer. Das ist Kann man sagen, was man will, aber ich finde das nicht so eine gute Idee. Das ist nur Rotz. Ich finde das wirklich nicht. Aber das ist halt schon wieder die Sache, Leute. Das ist 100% ist das wieder überlegt von einem Menschen, wo die Hintergrundkenntnisse nicht kennt. Dass man das zu schwer umbauen könnte. Meistens oder so. Von irgendwelchen Leuten ist die keine Ahnung davon haben. Und was ich auch nicht so verstehe. Jetzt versuchen wir Deutschen, Schweizer und Österreicher oder wer noch da alles mitmachen mit so einem Elektroscheiß, irgendwie die Welt zum retten, wenn also zum Beispiel Japan oder so, die Großländer nicht mitmachen. Da bringt das alles vorne hinten nichts. Es ist ja noch die andere Geschichte, das stimmt. Die anderen Länder haben nur nicht mehr Altblut oder irgendwie sowas. Oder genauso, wir sollen jetzt hier unseren alten Diesel weggeben, dafür ein E-Auto kaufen. So, wo kommen dann die Dieselautos hin? Die werden auf Fähre gefahren, nach Afrika gebrochen, da laufen sie doch 20 Jahre. Ja, sicher, ja, was denn sonst? Ja, macht halt so einen Unterschied, ob ich jetzt eine hier das 20 Jahre verbrenne, mein Diesel oder in Afrika verbrenne oder sonst. Oder in Afrika, die Luft kommt ja irgendwann ja doch rüber. Jetzt vor circa, Entschuldigung, aber vor circa, wie lange ist es her, dass ich jetzt nicht lüge, aber sicherlich circa 2 Monate ist es her, wo hatten wir hier in der Schweiz von der Sahara-Wüste haben wir den Staub in der Schweiz gehabt. Ja, wir auch. Ja, das haben wir es gehört. Ja, da kommt doch sicherlich die Luft auch rüber. Die bleibt drüben, frag mal die Politiker. Ja, es ist ja wieder sinnfrei, wie schon gesagt. Ja. Wir zwei pupsigen Länder versuchen jetzt in die Welt zu retten. Ja, das ist schon wieder so dämlich. Ja. Dann frag mal die Politiker. Ich habe ja letztens ein Video angeguckt gehabt. Und da haben die gesagt, optional gibt's den Extra Satz jetzt auch mit AdBlue. Ja, optional, in Deutschland musst du schon AdBlue haben, sonst geht's ja schon gar nicht. Ey, was denn sonst dann? Wenn die Deutschen keine Vorschriften haben, dass du kein AdBlue brauchst, dann wird auch kein Mensch AdBlue dann kaufen. Oder ein Hexer das da reinmachen. Ja, ja, auf keinen Fall, Alter. Ja. Das ist was? Optional quanti AdBlue-Säule.
Ich bin mir ganz ehrlich, aber ich frag mich manchmal, Leute, Angaben von Werkshersteller von meinem Lieferwagen. Das anders mit einer Tankfüllung 15.000 Kilometer weit kommt. Mit einer Tankfüllung von AD Blue. Achso, jetzt könnt, ja. Und jetzt könnt ihr mal raten, wann ist das aus? Eigentlich verbraucht man weniger AdBlue. Ne? Da eigentlich AdBlue schaffst du auch schon so 2.000, 3.000, 4.000. Also ich mit meinem Lieferwagen, ich kann das immer wieder messen zwischen 3.000 und 5.000 Kilometer. Aber die Herstellerangaben sind mal wieder 15.000. Ja, und original Standgas. Ja, ist ja wieder klar. Weil die werden halt, die werden schon im Berg getestet, aber halt nur auf Rollen. Da kommt da kein Wind, kein Gegenwind, kein Gas oder so. Ja, klar. Ja, für mich, ja. Wie schon gesagt, für mich ist ja das schon sinnfrei. Das AD Blue. Schon eben gesagt, wie bei, Traktoren, bei Lieferwagen, bei LKWs und solch alles, Leute, nimmt das die Nutzlast beziehungsweise das Gesamtgewicht runter. Weil das AD Blue, man muss jetzt nicht denken auf dem Schlepper. Klar, auf dem Schlepper nimmt es auch, ich weiß es nicht, aber das Ganze sollte schon ca. 50 Kilo wiegen, das ganze, die ganze Anlage. Ein bisschen mehr, glaube ich. Kommst, glaub ich glaube, 50 Liter ist der Tank vom AdBlue vielleicht. Ja. Achso, ja, ich rede jetzt von deinem Lieferwagen. Da ist jetzt von meinem Lieferwagen ist der Tank 25 Liter. Nee, 22 Liter groß. Also 20 plus, plus das Rohr. Also da gehen zwischen 21, zwischen 20 und 21 Liter rein. Wenn man das so guckt, zwischen 50 und 80. Also 50 safe auf dem 3,5 Tonner. Das sind wieder 50 Kilo weniger Nutzlast. Und wenn kommst du in die Polizeikontrolle, du hast 150 Kilo zu viel drauf, dann wird da die Toleranz mitgerechnet. Okay. Toleranz sind ca. 100 Kilo auf dem 3,5 Tonner. Dann bist du 50 Kilo zu schwer. Also, dann gucken sie drauf, dann sage ich, ich hatte nicht zu übertreiben, ich hatte das vor 2 Wochen, das Theater. Es waren nicht 150, es waren 100, ich hab das Blatt noch irgendwo, ich glaube 167 oder 168 Kilo zu viel. Ja, weil es halt nur voll waren alles. Ja, jetzt müssen wir gucken. Also, die Toleranz eingerechnet? Nee. Guck, der Polizist kommt zu mir, nee, wir müssen die Toleranz gleich wieder wegnehmen, weil sie sind über die Toleranz zu schwer. Sag ich ja, aber Abi? Sag ich ja, aber ich habe das AD Blue drin. Das ist ja nur wegen, ja, nee, das können wir nicht so abrechnen, es ist zu viel. Okay, dann sag ich ja, das heißt, ich muss jetzt die Überladung von 167 Kilo bezahlen, anstatt, das wäre ich durchgekommen, ein Lieferwagen ohne AD Blue. Ja, spielt uns keine Rolle, sie müssen uns 167 Kilo, müssen wir euch sozusagen erstellen. Ja, okay, ist ja wieder klar. Hätte ich einen Lieferwagen gehabt, ohne AD Blue, wäre ich durchgekommen. Das ist, wie schon gesagt, das ist so sinnfrei. Ein solcher Sintra ist der 10er Blue. Der muss sich ja reinigen, der Filter. Was passiert dann mit den Abgasen, die sich da mit dem AdBlue gefiltert haben? Nichts bei der auch raus. Lässt ja auch wieder raus. Es ist so sinnfrei. Das ist der größte Sinn an AdBlue. Ja. Du gibst dafür, weiß ich nicht. Das ist, weiß ich nicht, 5000 Euro im Jahr mehr aus. Und dann, ja, ballerst du eigentlich genau dasselbe an Abgasen wieder raus. Weil der Filter sich am Ende eh wieder reinigt. Ja. Einer hat mir aber erzählt gehabt, ich weiß jetzt nicht, ob der. Es war ein Corsa.
Mit 400.000 Kilometer. Ich schätze nicht, dass er AdBlue hat oder sowas. Also, wenn der reinigt, braucht er nur für die Reinigung, wenn man nichts macht, 10 Liter Diesel. Junge, ist doch jetzt scheißegal, ob ich jetzt da jetzt die 10 Liter raushaue oder während der Fahrt ist und verteile. Das kommt ja alles aufs Gleiche raus. Er sagt, im Winter musst du das alle zwei Wochen ungefähr machen. Ja, es ist, es macht auch keinen Sinn, ne? Alles keinen Unterschied. Geld ist sowieso. Also. Ich weiß, ob ich irgendwie dafür zu doof bin oder so, keine Ahnung. Es ergibt einfach keinen Sinn mehr. Nee, es gibt keinen Sinn mehr. Also. Die machen mehr kaputt dadurch, dass sie was heile machen wollen, als dass es Sinn ergibt. Das Beste ist ja, du bekommst Strom her. Kraftwerke. Ja, genau. Die kommen dann irgendwo her. 230 wollen wir doch alles auf Windräder umstellen. Ja. Also 80%. Ja, aber. Wie viele Windräder willst du denn da aufstellen, dass es vernünftig läuft? Ja. Dann wird Strom. Ja, Strom noch irgendwo vom Ausland, ja, wo es vom Atomkraftwerk kommt. Nein. Also, ja, das auch, aber pass mal auf. Dann berechnen die nur in den Sommermonaten, so, da ist ja am wenigsten Licht an. So. Dann rechnest du mal in den Wintermonaten, was denn dann? Ja. Ist ja voll im Sommer mit 10% Reserve und im Winter fahren die mit 20% Überlastung. Ja. Bitte? Ja, ist gut. Was in den Frontgewicht, oder? Passt. Ich find's eh so sinnfrei. Also. Genauso, was sie erzählen, dass sie Zweitakter verbieten wollen oder nicht sowas. Ja, und ich denke, die in ein oder zwei oder drei Jahren, glaube ich, so schon abschaffen. Naja, dann denke ich mal, wie willst du das denn machen? Wie soll das dann die Kettensägen in so und schon mal alles Viertakter laufen oder was? Das ist ja sowas so von sinnfrei, Alter. Wie das, oder brauchen die dann auch AdBlue an die Kettensägen, wo du dann immer so halb mit nachfüllen musst? Ist schon wieder so eine Sache. Ja, komm, sie machen ja die Wirtschaft komplett kaputt, Leute. Wenn man so es anguckt. Genau, ihr sagt das. Zweitakter wollen sie abschaffen. Aber Leute, jetzt, ich weiß ja jetzt nicht, wie das in Deutschen ist, aber ich denke, ist auch viel dort, wo auch noch viel Mofas fahren und dass die Älteren, wo schlucken halt Zweitakt. Und was soll man da machen? Das ist ja. Ja, die darfst du noch weiterfahren. Ja. Kein neuen verkaufen. Darfst keinen neuen anmelden. Also du kannst jetzt zwei Takter kaufen, aber. Du fährst halt ohne Kennzeichen, ganz einfach. Problem gelöst. Neun kannst du nicht verkaufen, kannst nur, wenn du von eBay welche gebraucht hast. Die kannst du nur anmelden, soweit ich weiß. Du ja, aber anmelden darfst du auch nicht. Wenn die neueste, wenn die gebraucht sind, schon. Achso. Jetzt Bestandsschutz. Du darfst keinen neuen kaufen aus dem Laden, zum Beispiel keinen neuen Kettensäge in zwei Takter dann mehr. Oder Mofa, was weiß ich. Machen die, es gibt ja das Gesetz, dass du nur noch so und so viel heben darfst, weil das ja sonst ungesund ist. Ich glaube, dein eigenes Körpergewicht darfst du ja mittlerweile nur noch heben oder nur noch 30 Kilo, ich weiß es nicht. Und dann kommt so eine Kettensäge, ich wusste es, ballern die wieder was drauf. Ja, das ist also. Ja, wenn du AdBlue hast, hast du ja auch wieder dann. Also, denke ich nicht, dass sowas kommen wird, nein, AdBlue mit einer Kettensäge, aber. Wir geben, dass die. 8 Liter AdBlue dann irgendwo drin gefilmt. Oh Mann, das! Da ist eine AdBlue-Reinigungsstation größer wie die ganze Kettensäge. Ja, das ist. Kannst nachher nichts mehr mit sägen. Ja. Bleibst überall hängen. Waren halt 56.000 Liter. Schmeckt. Nee, hey, manche Sachen könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber manche Sachen sind sinnfrei. Heutzutage ist eigentlich fast alles sinnfrei, was jetzt kommt. Also, wahrscheinlich ist Euro 5 und Euro 4. Euro 4 ist wahrscheinlich noch sauberer als Euro 5. Irgendwie ist auch.
Das ist genauso. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir in der Berufsschule ist. In der Berufsschule hat jetzt jede Klasse so ein Stufen-CO2-Messgerät bekommen. Ja. Doch bei uns haben sie in der Schule gesagt, ist von Hessen da Pflicht, jede Schule, die in den Klassenraum muss, ein CO2-Messgerät haben, kostet 50 Euro ein Ding. Als wie eine Ampel. Grün ist alles okay, orange muss gelüftet werden und rot müssen alle raus. Ja, ist doch so dumm. Kauft man sich doch so einen Luftreiniger oder so, ist doch viel besser, oder nicht? Ah ne, da willst du eine doofe Ampel kaufen, 50 Euro. Hey, und in jedem Klassenraum steht. Und da scheißt eh der Hund drauf. Da scheiße ich auch, was da angezeigt wird. Hätte schon eh keiner dran. Naja, muss jetzt Unterricht gemacht werden, merkt euch das. Ja, genau, so, ungefähr schon, ja. Selbst unsere Lehrer stecken das aus, weil das Ding nervt. Gibt das dann auch das? Nee, aber trotzdem rot und alles. Unser Politikgelehrter steckt es aus der Steckdose raus und schmeißt in irgendeine Ecke rein. Sagt selber, Müll braucht kein Mensch. Ja, überleg dir mal, weißt du, wie viele Räume unsere Klasse, unsere Schule hat? Lass mal 20 sein. 20 mal 50? Bist du zu vorne, bis zum Rechnen, aber trotzdem. Auf allen Schulen. Nee, doch, 1000. Ja, auf allen Schulen hinaus bist du auch bei 10.000 Euro. Dafür, ja, ist ja klar. Dafür ist dein Geld wieder da, gell? Na gut. Da, Gelder. Ja. Ja. Wir müssen ja hin. Mal verbraten geht nicht. Ja. Ah, so. Aber das, wo ich denke, wo wir am schwersten sein, um zu modellieren, ist. Ich kann jetzt falsch damit liegen. Aber ich denke, dass das ein Bike ist, auf Elektro umzusteigen. Weil wo will da die Batterie hin? Ja, ganz falsch. Ernst? Ich weiß nicht von welchen Marken, aber es gibt schon welche. Okay. Ich weiß das jetzt bei Husqvarna, glaube ich, die fangen jetzt an mit einem E-Roller. Und ein E-Motorrad ist geplant und auch schon, ja, in Anführungszeichen also, vorgestellt, aber halt noch ohne Bild. E-Roller weiß ich, die gibt es, ist ja klar. Die kann man ja ab, hier jetzt in der Schweiz, keine Ahnung wie es bei euch, aber in der Schweiz kann man die ab 16 Jahre ohne Führerschein sogar fahren. Keine Ahnung, schon wieder so eine sinnfreie Sache. Weiß gar nicht. Es kommt auf die Geschwindigkeit drauf an. Mit Führerschein ab 15. Ja, aber so wieder so sinnfrei, Junge. Man darf den 70er Roller darf man nicht fahren ohne Führerschein. Aber der E-Roller, wo fährt 50, darfst du mit 16 ohne Führerschein fahren. Das ist wieder sinnfrei. Aber 50er darfst du mal nicht. Weiß ich gar nicht. Darfst nicht 25. Müsste die gar nicht auch angemeldet sein, so ein Scheiß alles. Ne, die brauchen nur so ein Mofa-Kennzeichen. Ja, die sind ja angezeigt, glaube ich, die dürfen eigentlich nur 25 fahren. Aber die fahren, ich habe einen Freund, der hat das auch. Er hat seinen Führerschein müssen abgeben für, lass mich jetzt nicht lügen, Entschuldigung, wenn ich jetzt was Falsches sage, ich glaube wegen zu schnelles Fahren. Hat er den Führerschein müssen abgeben. Der hat sich jetzt einen Roller gekauft, wo darf man ohne Führerschein fahren. Also darf er den fahren. Also. Dann sagt mein Freund. Ja, aber der fährt ja nur 25. Sagt der Bikerhändler, dann fahr den doch mal. Also ist er den gefahren, original ab Werk. 7,38 ohne irgendwas zu schrauben. Okay. Der Hersteller oder so, oder der Händler, der sagt dann ja auch bei der ersten Inspektion, ja, soll ich den nicht Drossel rausmachen? Okay. Ganz oft dann, so. Dann ist nochmal die andere Geschichte. Der fährt 738 km/h. Und nachher kommt er den Roller über, auf den, und nachher nimmt er zwei, drei Händegriffe. Keine Ahnung, wie hat's der Blödmann geschafft. Aber er hat irgendwie gepackt, dass die Roller, bin ich erst letztens gefahren, dass der auf dem Flachen zwischen 48 und 50 km/h fährt, ohne Ausweis.
Du hast mittlerweile, du kriegst die E-Roller. Ich weiß nicht, wie es geht, aber wenn du dich auf den E-Rollern einloggst, also diese Tretroller, E-Roller. Also da die, du meinst da die Scooter. Ja, genau. Auf jeden Fall kannst du da irgendwie einloggen und dann mit einer Internetseite irgendwie dich da reinhacken. Habe ich auch irgendwie gesehen. Keine Ahnung, ob es stimmt. Auf TikTok, meine ich, habe ich es gesehen. Und dann kannst du die angeblich umschreiben auf, ja, offen. Und dann fahren die, je nachdem wo, um die 50 auch. Das ist ja, gesagt, das ist ja sinnfrei. Weil, wenn man so nimmt, es gibt ja, ich weiß ja nicht, ob gibt es in Deutschland, aber ich denke auch, es gibt ja die Roller, wo von früher, wo haben nur 45 gefahren. Also sprich etwa 50. Aber mit einer 45er Plakette darfst du heute immer noch nicht fahren ohne Ausweis. Also warum darfst du denn bitte ein E-Roller ohne Ausweis fahren? Weil es Elektro ist, aber du fliegst ja doch auf die Schnauze. Hey, weil es an den Fahrrad ist wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Es ergibt keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn. Ausnahme und da ist eine Einschränkung und genau dasselbe erlaubst du wieder für den und den. Ja, so sagst. Da brauchst du ja für ein Fahrrad. Ja, okay, gibt's ja. Also, für Fahrrad auch Führerschein. Gibt's auch diesen E-Motor dazu. Ein E-Fahrrad. Keine Ahnung, aber. Und die fahren ja auch. Keine Ahnung, ich will nicht fahren. Ein E-Fahrrad, aber. Gehen aber auch gut ab dann. Okay, Fahrrad ist ja immer wieder Fahrrad. Ja. Ja, was? Es ist kein Unterschied wie ein E-Roller dann. Von der Geschwindigkeit, der fliegt auch auf die Schnauze. Ja, aber trotzdem ist es sinnfrei. Warum muss man denn für den 45er Roller einen Ausweis machen? Ergibt alles keinen Sinn. Das ist da eine Einschränkung und da erlaubst du es wieder, weil wegen, ja, dies, das. Ja, ich verstehe es manchmal wirklich nicht. Oh oh. Keine Ahnung. Nee, also Leute, manchmal frage ich mich schon, wie die Leute von heute irgendwie überlegen. Also keine Ahnung. Ja. Barbie, du sagst, das geht. Passt, was nicht passt, wird passend gemacht. Aber Platz hat. Hast noch einen Elefant zwischen. Was sagt der Tacho eigentlich? Der Taro sagt gerade 0, das ist ja auch wieder so eine Sache. Entschuldigung, das muss ich da rein sprechen. Aber warum? Gute Frage. Warum, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns in der Schweiz mit 16 Jahren, mit 14 Jahren kann man ja den Landwirtschaftsausweis machen, dann darf man ja als Landwirt zum Beispiel einen 30er Trecker fahren, einen 40er Trecker und fertig. Mhm. 40er ist Max bei uns in der Schweiz im Moment noch. Also, 40 ist Max. Also 40 km/h. Damit 40 km/h mit 16 darfst du den Trecker und einen Drehschimmelanhänger bewegen. Aber mit 18 Jahren, also jetzt frisch ja mit 17 Jahren, darfst du den Anhänger nicht bewegen. Du musst dir zuerst einen Lernfahrausweis besorgen für den Anhänger. Ja gut, das mit 14, mit Landwirtschaftsführerschein, ist ja nur erstens mit Sondergenehmigung. Und ich glaube, deine Familie muss das halb beruflich, glaube ich, machen, aber es kann keiner mehr von denen fahren. Ja, oder nur einer, irgendwie so. Oder neben. Ja, genau. Also, ich glaube, du bist dann der Einzige, der einen Führerschein hat oder so, glaube ich. Ja, du musst dann der Einzige sein, der noch fahren dürfte. Ja. Bist du gerade drunter? Hallo, Auto? Ja, du darfst schon drunter. Ja. So. Passt schon. Ja, das hat nochmal was anderes. Das andere ist ja nochmal ein Ticken schärfer. Wo mich schon wieder aufregt.
Die Sache ist so, heutzutage darfst du in der Schweiz mit 17 Jahren darfst du den Lernfahrausweis machen für das normale Auto. Ja, ist ja BE. Ja, ist bei uns in Deutschland auch so. Also, nee, in der Schweiz war es bis 2021 erst ab 18 möglich. Also, ja, ab 2021 darf man in der Schweiz ab 17 den Ausweis machen. Also, okay, gut. Dann, jetzt in der Schweiz ist es so geregelt, du darfst mit 17 den Ausweis machen. Du kannst ihn auch mit 18 machen. Aber egal, wenn du ihn machst, du musst mindestens ein Jahr mit dem Lernfahrausweis rumfahren. Da ergibt ja absolut alles keinen Sinn. Gibt keinen Sinn, ist ja klar. Weil es sinnfrei ist. Das heißt, wenn du mit 17 fährst, darfst du dann mit 18 alleine fahren. Also, wenn du mit 18 machst, darfst du mit 19 alleine fahren. Ja. Schweizer, du bist. Was? Ja, ich bin dran. Ja, okay, ist so. In der Schweiz ist es so. Komische Viecher. Das ist wirklich komisch. Oh, das ist falscher Weg. Also, was ich so. Oh! Ist ja wirklich so. Also, ich verstehe manchmal die Leute nicht, wo sich die Sachen überlegen. Überlegen gar nicht. Jetzt ist auch, dass sie das nicht überlegen. Oh, ich glaube, das ist der Trag, Bär. Mhm. Alter, ich bin schon bei 10%. Jetzt müssen wir noch Gas geben, dass das Hexen nicht stehen bleibt. Ich stehe hier. Also, stimmt noch, ja. Jetzt bin ich bei 19%. Wir werden. Ich will ja nicht hetzen oder so, ich muss. Ich will ja nicht hetzen oder so, weil ich muss weg. Jetzt haben wir noch Zeit. Bitte? Haben wir noch Zeit, perfekt. Okay. Nein, Spaß, okay. Schweizer, du bist dran. Achso. Meine lieben Freundies, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen, Abo dalassen. Und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen und ich möchte gerne eure Meinung dazu wissen. Könnt ihr gerne bei uns beiden in die Kommentare schreiben. Alles unten verlinkt, natürlich unten zu Ausland TV. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.